ist das für eine Musik? Ist sie alt? Ist sie neu? So klingt Philipp Hersons Oper Tristia, die Theodor Kurenzis in Auftrag gegeben und 2016 uraufgeführt hat. Neue Musik ist das also, aber sie greift zurück auf uralte Traditionen bis hinein ins Mittelalter und entfaltet eine narkotisierende Sogwirkung. In Tristia, diesen 33 Klageliedern, hat Philipp Herson Gedichte vertont, die in russischen Gulags oder in französischen Gefängnissen entstanden sind. Und natürlich evoziert die Musik auch die Situation der Inhaftierung. Kann man sie sich vorstellen, die Gefangenen, die im Steinbruch schuften oder Gleise durch Sibirien verlegen müssen, bei sengender Hitze und klirrender Kälte gepeinigt und unterernährt. Aber Philipp Herson lässt sie auch träumen von der Freiheit oder von ihrer Heimat. Und dann klingt die Musik wie ein altes Chanson. Tristia ist eine Choroper. Die Aufführung erinnert an ein Ritual. Die Sängerinnen von Musik Eterna ziehen in den Saal ein, der fast völlig abgedunkelt ist. Dort bilden sie dann einen Halbkreis mit dem Dirigenten Theodor Kurenzis in der Mitte. Oder sie bewegen sich auch über die Bühne hinweg. Bei Kerzenschein erinnert die Musik dann an orthodoxen Gesang. Neben diesen archaischen Momenten gibt es aber auch avantgardistischere. Zum Beispiel, wenn Herson eine Art Flüsterfuge anstimmen lässt und Grabesstimmung evoziert. Doch dann klingt es plötzlich wieder nach Kurt Weill oder nach Tango und Theodor Kurenzis tanzt ihn mit. Philipp Hersons Tristia ist ein vielfältiger, bewegender Klangkosmos. Es lohnt sich wirklich, seine Musik zu hören, die frei ist, beschwörend, suggestiv und die einen einfach berührt. Am Ende scheint die Musik direkt in den Himmel zu streben, denn Musik ist mehr als Kunst. Musik ist auch Kult und Spiritualität. Thank you.